Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icarus. Jo, hier gibt es sehr oft Stürme, habe ich gemerkt. Aber wir haben neue coole Sachen, wie zum Beispiel ein Knochenmesser, ein Knochenspeer, eine Knochenrüstung. Hier kann das Feuer aus, die Fenster können wieder auf. Wunderbar. Alles andere ist ja soweit, glaube ich, heilig. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter leveln. Das Dach hat es etwas erwischt. Das auch. Kann ich später mal die ganze Bude hier auf tun. Oh, das reicht auf jeden Fall ein bisschen. Können wir den Hammer reparieren? Wir haben gerade auch kein Holz dabei, ne? Ja, wir brauchen mehr XP. So. Ja, später werden die Sachen ja wohl länger haltbar sein. Ne? Das auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen hier hin. Holz hacken. XP, wow. Ja, durch Graben kriegt man keine XP. Ich will krass aufbauen, ne? Ach, ein Erdhügelgraben geht auch. Oh. Okay. Ja, das ist ja cool. Wir werden ganze Gelumpe hier weg haben. Weil diese kleine Buschwehr hier. Ich würde lieben gerne hier so eine kleine Plantage hinsetzen. Ne? Ja, der Stein da muss weg. Klappen wir uns erstmal durch die Gegend hier. Oh, das war Hefe drunter. Wie bist du denn da durchgewachsen, Hefe? Nochmal haben wir auch eine Sichel gemacht. Nee, sehe ich nicht. Erde zu fahren ist ja echt sowas von anstrengend, dieser Bülowbrauche, ne? Schönere Sachen haben. Bessere Sachen. Jetzt haben wir auch viel Stein hier. Ne? Ach, wie geht's uns? Ganz gut. Weg oder was? Ja, kommst du her? Hör ich doch irgendein Tier. Noch da. Immer noch nicht ganz abgebaut.
so ein kleines Fleckchen, aber da komme ich nicht dran. Mal eben das Ding hier reparieren. Zack. Der Stein muss auch weg. Aber mir gefällt das echt, dass man nicht einfach wahllos direkt einfach nur davor steht und einfach nur die Maustaste gedrückt hält, sondern dass der da, wo er schlägt, auch das Zeug wegmacht. Ja. Das ist echt cool. Da ist auch noch eine Pflanze drin. Ja, interessant. Wir können auch noch mal was essen, dann ist es weg. Ne? Und weiter geht's. Jetzt zu Atem kommen hier. Ein Level noch, ne? Können wir nicht Werkbank oder sowas machen? Kommt mal raus aus diesem Knochen Steinzeitalter. Sind Atem. Einige mehr Hilfe. Ja, das geht nie. Ah. Das geht nicht, oder was? Da ist noch ein Stein. Das kann weg. Das hier auch noch. Das nicht, das nicht. Das auch nicht. Schade. Was haben wir? Na, ein bisschen Stein haben wir. Hier den Stein reingeballert. Hier, ne? Gehen weg. Kaffeesamen, Kürbis, bla bla bla. Sind so hier. Und so Dinge. Zack. Wir brauchen mehr Zeug davon. So, haben wir auch ganz schön viele hier wieder. So. Auch weg hier. Nee, du Stein, du. Immer hacken, hacken, graben, graben. Dann machen wir uns erstmal eine richtig geile Bude hier, ne? Mit schönen Garten und so. Später auch mal Missionen machen. Was ist denn jetzt schon wieder?
muss weg. Hey. Zack. Ah, da ist auch noch was. Ah, nehmen wir auch mit. Das Ding ja nicht wieder abgraben. Jetzt für immer hier. Erde, Sand und Schnee sammeln. Ah, okay. Dann machen wir uns noch mal ein bisschen was. Haben wir schon mal 4 Stück. Ja, wie machen wir das am besten? Soll richtig ausgerichtet sein, ne? Kann das hier irgendwie noch so dran klatschen? Theoretisch ja. Ja, aber ich hätte es gerne ein Stück weiter unten, wenn es geht. Nicht so. Das geht da zurücksetzen. Ah. Frage, machen wir das so? Hm. Gar nicht so einfach. Will alles gut durchdacht sein hier. Das so von der Ausrichtung her. Ich würde sagen, dass der, ja. Weg mit euch hier. Jetzt hier so eine schöne Kante hin. Ich mein Kollege. Graben dauert, ne? Das kann dauern. Ja. Ja, nicht kaputt gehen. Ja, können sie. Für Bergblöcke hier. Hier.
Termin, Ah, toll, ich schaffe das wieder durch. Kommen die da hoffentlich nicht direkt hoch, ne? Ich brauche ein Ende. Zum Glück puppelt man nicht immer nur ein Erde daraus. Das wäre ein Ding. Wieder für 5 Stück. Also ein schickes kleines Feld hätte ich schon gerne. Ich würde sagen, wir machen hier noch eine Reihe dran. Vielleicht hat ein Block zu wenig. Ein Block zu wenig. Und das langt. Egal, wie dicht wir den dran machen. Muss ich jetzt echt jeden einzelnen hier. Ja, wir müssen jetzt noch hier welche hin. Sieht irgendwie ein bisschen aus, als wenn hier eine Erde drin ist. Nee. Pflanzen wir mal ein paar Sachen an, ne? Fasersamen. Nice. Bin ich kein 50% unfruchtbarer Boden, Sonnenlicht. Aha. Dass sie in nicht fruchtbaren Boden angebaut werden. Ja, dann gib mir doch fruchtbaren Boden. Lecker Schluck hier trinken. Lecker Schluck hier davon. Aber was haben wir denn? Beeren. Hefe ist, glaube ich, erstmal wichtig. Schilfblumen. Lilien. Machen wir das mal. So. Dann haben wir doch schon mal ein paar Flintskin hier. Yeah, unsere ersten Pflanzen. Ne? Sehr schön. Jetzt
Die Erde kann da auch mit rein, wa? Die Frucht eines Kakaobaums. Dann brauchen wir mehr Holz. Auf jeden Fall. Oh, ist noch kaputt. XP für den Freund gefällt. Wow. Ja, müssen wir ja den ganzen Wald plattholzen, dann haben wir ein Level up. Das ist ja einfach. Ist auch nichts, ne? Die sind nichts. Oh, das wird mir eine richtig schöne Booty hier. Gleich erstmal ein bisschen Oxid. Ungefähr gut und schön, aber geht nicht voran, kommt man damit nicht. Wir müssen einfach mehr kämpfen. Meistens kriegt man ja die meisten XP durchs Kämpfen, ne? Meistens kommen sie nachts. Meistens. Mal, wir sind überladen. Wow, das erste Mal, glaube ich. Ich kann mich nur noch sehr langsam vorwärts bewegen. Mal den ganzen Bums hier. Schleichen nach Hause. Eine schöne Hütte geworden. Die ist zwar nicht sehr groß, aber es ist meine Hütte. Keine Sorge, wir machen später die Felder noch viel größer. Gib mir was zu trinken. Dankeschön. Ich könnte hier auch noch so ein paar Stützen drunter, ne? Oh, mal 10 Stück hier. Okay, da auf der anderen Seite muss auch noch mal hin. Und wir sind nicht mehr überladen. Aber ganz cool, dass er so quasi auf der Höhe dann einrastet. Dass man da auch dann in dem Sinne dann weiterbauen kann. Ja, das ist ganz geil gemacht. Bauzeug hier loswerden. Ne? Ein bisschen Holz haben wir ja auch. Dann auch weg.
Wie sieht das hier aus? Ah. Essen haben wir genug. Oh, Exit. Ist die Sache, ne? Ah, da sehe ich doch ein bisschen was. Jetzt mal ein paar Mineralien. Ein bisschen Salz und so was. Das Salz. Ist das hier im Berg drin oder was? Professioneller Minenarbeiter, schlag 500 Mal auf den Boxen. Auf die hin. Das kriege ich hin. Später bestimmt viel effizienter aufbauen. Ja, mit Sicherheit. Ah, 31 Salz haben wir. Siliziumoxid jetzt. Das ist ja so relativ schnell hier anfangen. Zum Glück geht die Spitzhacke nicht so direkt kaputt. Nicht so wie die Schaufel, die hält ja nichts aus. Oh, das Ding ist auch weg. Oh, shit. Oh, das machen wir jetzt gleich noch mal eine halbe Stunde. Dann haben wir auch das nächste Level ab. Yeah. Das Ding ist auch weg. Noch mehr Siliziumoxid jetzt. Ja, 3000 XP brauchen wir noch. Deswegen sind wir nicht nochmal hier, ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Eigentlich nicht. 200 Oxid ab, Hinweis. Die Spitzhacke ist gleich kaputt. Mit Steine kloppen geht das ganz gut. Ne? Oh nein, ist kaputt. Also. Und wir sind überladen. 1,6 Kilo. Ein Wolf. Geh weg, Wolf. Ich bin überladen. Ich will nur noch mal helfen. Lass mich in Ruhe. Ich brauche deine Knochen gerade nicht. Vielleicht später. Aber jetzt kann er nicht. Nein.
Das ist die schnellste Geschwindigkeit, die ich rennen kann. Ja. Ich könnte auch ein bisschen was von dem Oxid verbrauchen, aber das wäre ja eigentlich Materialverschwendung, finde ich. Ja, das hier kommt später weg, ja. Einen Schluck trinken hier. Bisschen mal rein. Zeug mal rein. Die Steine kommen da mal raus. Ein bisschen Salz können wir auch ganz gut gebrauchen. Glaube, wir brauchen mehr Kisten. Ne? Brauchen wir denn dafür? Fasern wahrscheinlich noch. Ne? Nein, hier was. Machen wir mal 4 Kisten. Ne? Da kann noch mal eine hin. Ach so, der braucht dann die Materialien. Ich dachte, der zieht die sich komplett dann nach Hause. Steine rein. Da hat es gar nicht hingepasst. Damit machen, weiß ich noch nicht. Ich bin 1,6 Stunden. Ja, das geht ja. Kann da nicht rein, so eine Sauerstoffflasche oder was? Ne, ich habe keine Ahnung. Aber die Folge ist auch schon wieder vorbei, Leute. Und damit ist diese Folge auch wieder am Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Freue mich, dass ihr hier mit am Start seid. Bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Kanalunterstützer, dem Gerd Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, H2O Aerosol, Nightmary, jetzt Grote, Peter Pichler, Torfrose, Monsen 96, René Horst Spindler, Sven Becker, Nageltermin, Thomas Friede, Marcel Pauke, Wichtel, Gangflow, Sebastian Reinicke, Mackensen, Onkel Tom, Thunderduck 99, der Kai, Nismog FX, Olaf Güte, LPMM, Stefan Freundl, Tweety Rabe, Sirefil, Peter Dirker, Redshift, Funny ML, Shelly 54, Phil 1992, Hightower, Dosar, Patrick, Frank Hindersmann, Alrix Sedaya, Ceto 85 SBK, Gromdorn, Crypta, Trust, Reserver und Hate on Tour. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.